Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAVMO-Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Ja, in unserem heutigen Video geht es um das Thema BMW-Technologien, die vergessen wurden. Also Technologien von BMW, die sich leider nicht durchsetzen konnten oder mal vorgestellt wurden und nie in Serie gingen und damit in Vergessenheit geraten sind. Und über die werden wir in diesem Video reden. Doch bevor wir anfangen, gibt es ein Thema in eigener Sache und das sieht wie folgt aus. Ihr wollt euch einen Neu- oder Gebrauchtwagen finanzieren oder habt dies bereits und wollt wissen, ob ihr bei einem anderen Anbieter Geld sparen könnt? Dann geh jetzt in die Videobeschreibung und schau bei unserem Partner tarifcheck.de vorbei. Tarifcheck.de vergleicht zahlreiche Anbieter, um für dich die besten Konditionen zu finden. Also vergleiche jetzt auf tarifcheck.de, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Ja Freunde, wie ihr gesehen habt, könnt ihr mit einem Preisvergleich bei unserem Partner tarifcheck.de ordentlich Geld sparen und nebenbei unseren Kanal unterstützen. Unterstützen könnt ihr uns auch, indem ihr diesen Kanal jetzt kostenlos abonniert und die Glocke aktiviert, denn nur so bekommt ihr direkt Bescheid, sobald ein neues Video von uns gedroppt wurde. So Freunde, genug gequatscht, fangen wir endlich an, let's go! Fingerabdruckscanner im BMW Z22. Vor knapp 21 Jahren hat BMW mit dem Z22 einen Technologieträger entwickelt, aus dem 70 Innovationen und 61 Erfindungsmeldungen hervorgingen. Der BMW Z22 war so ziemlich das wichtigste Technologieprojekt von BMW, denn viele Technologien, die in heutigen BMWs drinstecken, haben ihren Ursprung bei diesem Fahrzeug. Die Grundidee für das iDrive-System, die Carbon-Fahrgastzelle oder die elektromechanische Lenkung sind einige der vielen Erfindungen, die sich bis heute durchsetzen konnten. Eigentlich wollte BMW schon im Jahre 2000 den Stein für das Fahren komplett ohne Autoschlüssel ins Rollen bringen und hat mit dem BMW Fingerabdrucksensor auch einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber fangen wir mal von vorne an. Anfang der 2000er hat kaum jemand über schlüsselfreies Autofahren nachgedacht. Nur die wenigsten Kunden haben nach solch einem Feature verlangt. Doch wie so oft waren die Ingenieure der BMW Technikdivision ihrer Zeit weit voraus und entwickelten schon kurze Zeit nach Einführung des Keyless Entry Systems ein neues System zum schlüsselfreien Autofahren. Natürlich denkt man sich jetzt, hä? Wozu ein neues System entwickeln, wenn man schon eins hat? Die Antwort darauf ist ein bisschen kompliziert. BMW wollte ein völlig neues und einzigartiges System entwickeln, das sich von denen der anderen Premium-Hersteller stark unterschied. Denn der Begriff Keyless Go und Keyless Entry war und ist übrigens auch bis heute nur bedingt korrekt. Man konnte zwar die Fahrzeuge damals ohne Schlüssel in der Hand betreten, dennoch musste man den Schlüssel immer bei sich haben. Anders ließen sich die Fahrzeuge aufgrund der elektronischen Wegfahrsperre nicht starten. Genau hier erkannte BMW die Inkonsequenz der Keyless Go und Entry Systeme und stellte beim Z22 mit dem Fingerprintscanner eine eigentlich sehr gut durchdachte Alternative vor. Da biometrische Daten wie der Fingerabdruck bei jedem Menschen einzigartig sind, hatte man vom Kerngedanken her ein eigentlich cleveres Sicherheitssystem. Doch wie genau funktionierte dieser Fingerabdrucksensor eigentlich? Der Fingerabdruckscanner war beim Z22 in der Türgriffmulde verbaut. Dort konnte man seinen Zeigefinger drauflegen und seinen Fingerabdruck vom Fahrzeug scannen lassen. Passten alle Parameter, wurde die Alarmanlage und die elektronische Wegfahrsperre deaktiviert und die Türen aufgeschlossen. Man brauchte sich also nur noch reinsetzen und den Motor starten. Doch leider war der Fingerabdruckscanner nicht so zukunftssicher wie gedacht, denn in den 2000ern waren diese Fingerprintscanner einfach noch nicht sicher genug. Damals gab es noch keine Algorithmen, Lebenderkennung und Thermalmessmethoden in einem einzigen Sensor, weswegen man bei BMW doch auf diese Technologie verzichtete. Doch wie ist es heute eigentlich? Heute ist Keyless Go und Entry die gängigste Methode, um sein Fahrzeug ohne Schlüssel in der Hand zu betreten und zu starten. Jedoch hat BMW die Idee hinter dem schlüssellosen Autofahren nicht ganz verworfen und weiter daran getüftelt. Denn seit November letzten Jahres ist es mit BMW Digital Key möglich, seinen Autoschlüssel digital auf seinem iPhone mitzuführen. Das iPhone wird dann zum Autoschlüssel. Was den BMW Digital Key aber so besonders macht, ist die Sharing-Funktion. Damit könnt ihr quasi einen digitalen Zweitschlüssel an Familienmitglieder oder Freunde versenden. Beispielsweise kann ein Vater seinem Sohn einen digitalen Zweitschlüssel auf sein iPhone senden, sodass er das Fahrzeug ohne Schlüssel betreten und fahren darf. Aber der eigentliche Knaller an dieser Technologie ist, dass man verschiedene Optionen für die jeweiligen Fahrer auswählen kann. Bei Führerscheinneulingen kann man zum Beispiel auswählen, dass die Motorleistung eingeschränkt sowie das DSC und weitere Sicherheitssysteme nicht von diesem Fahrer deaktiviert werden können. Mega krank. BMW wäre aber nicht BMW, wenn sie die Idee hinter dem Fingerprintscanner nicht trotzdem wieder aufgreifen würden. Und so konnten wir letztes Jahr beim BMW Vision M Next erneut einen kleinen Hinweis darauf entdecken, dass BMW noch immer am biologischen Autoschlüssel festhält und anscheinend auch irgendwann zur Serie bringen will. Modulare Kunststoffkarosserie vom BMW Z1.
1985 entwickelte die BMW Technik GmbH den ersten zukunftsorientierten BMW Roadster und stellte ihn 2 Jahre später der Öffentlichkeit vor. Nochmal 2 Jahre später entschied man sich beim BMW, den sogenannten Z1 auf den Markt zu bringen. Das Z im Z1 stand dabei für die Zukunft und sollte auch zukunftsweisende Technologien in die Serienproduktion bringen. Die 2 bedeutsamsten Technologien, die den Z1 bis heute auszeichnen, sind zum Beispiel die versenkbaren Türen. Die Türen des Fahrzeugs ließen sich nicht wie bei normalen Fahrzeugen durch ein Türscharnier auf- und zumachen, sondern samt Scheibe heben und senken. Das war Ende der 80er Jahre so dermaßen futuristisch und beeindruckend, dass selbst heute noch Menschen kaum glauben können, dass das in den 80ern so möglich war. Die 2. große Sache beim Z1 waren die modularen thermoplastischen Kunststoffteile. Neben den Türen lag der Fokus beim Z1 verstärkt auf der Karosserie. Der Z1 sollte so wenig Gewicht wie nur möglich auf die Waage bringen und auch bei kosmetischen Schäden so reparaturfreundlich wie nur möglich werden. Also setzte die BMW Technik GmbH auf ein modulares Karosseriekonzept. Jedes einzelne Karosseriebauteil sollte ohne großen Aufwand abgenommen und ersetzt werden können. Und mit jedes meine ich wirklich jedes Karosseriebauteil. Kotflügel, Seitenwände, Motorhaube, Schürze, Schweller, einfach alles an diesem Fahrzeug konnte demontiert und extrem schnell ersetzt werden. Da, wie zuvor erwähnt, auch das Gewicht so gering wie nur möglich ausfallen musste, setzte man beim Material auf thermoplastischen Kunststoff. Somit hatte man gleich 3 enorme Vorteile. Man hatte Bauteile, die extrem leicht waren, die nicht rosten konnten und extrem schnell und günstig herzustellen waren. Das modulare Karosseriekonzept des BMW Z1 war seinerzeit weit voraus und die Tatsache, dass der Wagen samt dieser Technologie auf den Markt kam, macht ihn bis heute sehr besonders. Doch wie sieht es eigentlich heute aus? Heute werden Hybrid-, Elektro-, Super- und Hypersportwagen ebenfalls mit viel Carbon und anderen Verbundstoffen gefertigt. Aber so wie es beim Z1 umgesetzt wurde, ist es bis jetzt bei keinem anderen BMW mehr der Fall gewesen. BMW setzt heutzutage immer noch überwiegend auf Blech. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie zum Beispiel den aktuellen BMW Z4, dessen Motorhaube und Türen bestehen zwar aus Aluminium, die Kotflügel, Seitenschweller, Heckklappe und auch Teile der Seitenwand jedoch bestehen aus Kunststoff. Leider lassen sich beim Z4 einige Teile der Außenhaut nicht von ihren Rahmenteilen trennen, da vieles verklebt oder anderweitig festmontiert wurde. Warum sich das modulare System des Z1 bis heute nicht durchsetzen konnte, liegt wohl an den sicherheitsbedingten Konstruktionsmaßnahmen, die mit den Jahren immer anspruchsvoller wurden. Denn an sich bringt eine gut gefertigte Kunststoffkarosserie sehr viele Vorteile mit sich und könnte bei vielen Fahrzeugen gewichtstechnisch noch einiges rausholen. Der Fokus der Autohersteller liegt jedoch immer noch sehr stark auf Carbonfaser und seit neuestem auf Carbonfaserrecyclat, kurz Schmiedekarbon. Beides ist in der Produktion immer noch sehr teuer, weswegen es noch nicht übermäßig für die Großserienfertigung genutzt wird. Bleibt nur zu hoffen, dass sich auch in diesem Gebiet etwas tut und wir langsam von den schweren Karossen loskommen, um wieder leichtere und agilere Fahrzeuge kaufen zu können. Flexible Karosseriehaut des BMW Gina Light Visionsmodells. Im Juni 2008 stellte BMW der Öffentlichkeit die bisher ungewöhnlichste und lebendigste Fahrzeugvision vor. Das BMW Gina Light Visionsmodell bewegte sich, formte sich und schien schon beinahe wie eine neu entdeckte Spezies zu sein. Mit Gina Light wollte BMW die konventionelle Fahrzeugfertigung komplett überdenken, das ganze Spezialwissen vom herkömmlichen Fahrzeugbau über Bord werfen und alles von Grund auf neu überdenken. Man wollte ein dynamisches und adaptives Fahrzeug auf die Beine stellen, das sich sowohl den Bedürfnissen des Fahrers als auch den Gegebenheiten der aktuellen Fahrsituation anpassen konnte. Heraus kam ein Fahrzeug, das sowohl flüssig als auch fest zu sein scheint. Ein Fahrzeug mit einer eigenen Haut und der Fähigkeit, sein Aussehen und seine Dimension zu verändern. So wenig Fugen wie es nur geht, so viele konkave und konvexe Flächen wie nur möglich und das alles am besten optisch wie aus einem Guss wirken lassen. Das war der Kerngedanke hinter BMW Gina Light und das Ergebnis ist ein atemberaubendes Stück Technik, das uns zeigt, wozu wir Menschen eigentlich imstande sind. Wie vorhin erwähnt, hat man bei diesem Fahrzeug sehr viel Wert auf die konkav-konvexe Designsprache gelegt. Diese sollte sich auch dann widerspiegeln, wenn sich irgendetwas am Fahrzeug verändert. So war die Unterkonstruktion dazu in der Lage, durch variable mechanische Elemente neue Formen an der Außenhaut zu schaffen und bestehende Formen zu verändern. So war das Fahrzeug dazu in der Lage, seine Aerodynamik zu verändern und den Gegebenheiten anzupassen. Auch an der Heckklappe konnte das Fahrzeug einen Heckspoiler ausformen, um den Abtrieb zu erhöhen.
Die gesamte Motorhaube zum Beispiel konnte sich einmal in der Mitte teilen und einen Einblick auf den Motor und Zugang zu den Wartungsklappen freigeben. Optische Highlights waren zum einen die Frontscheinwerfer, die über eigene, sich schließende Augenlider verfügten, und zum anderen die Türen, die nach oben und leicht nach außen aufgingen. Eine weitere Besonderheit war die Fähigkeit des Textils, die Lichtsignaturen der Rückleuchten und Bremslichter durchscheinen zu lassen. So konnte man eine sehr cleane Optik gewährleisten und hatte dennoch voll funktionsfähige Rückleuchten. Alles in allem war das BMW Gina Light Visionsmodell ein sehr geniales Fahrzeug. Leider hat sich auch hier bei der Technologie bis heute nicht viel getan, weswegen es nicht in die Großserienproduktion aufgenommen wurde. Natürlich dürfte jedem klar sein, dass ein Fahrzeug wie Gina Light nicht wirklich auf dem Markt erscheinen kann. Aber stellt euch doch nur mal vor, dass BMW dieses Textilgewebe für die Cabrio- und Roadster-Fahrzeuge einsetzen würde. So hätte man zum Beispiel keine Sollknickstellen mehr wie bei heutigen Stoffdächern und hätte enorme Platzersparnis und eine plane Oberfläche bei offenem Dach ohne ein Verstärkungsbett einsetzen zu müssen. Vielleicht könnte man diesen Stoff sogar für neuartige adaptive Sportsitze einsetzen. Stellt euch doch nur mal vor, Sitz und Seitenwagen können in der Höhe, Länge und Breite verstellt werden. Es gäbe zig Bereiche, wo dieser Stoff zum Einsatz kommen könnte. Es bleibt nur zu hoffen, dass BMW auch diese Technologie in der Hinterhand behält und irgendwann doch in die Großserienproduktion einführt. Denn es sind Innovationen, die die Automobilindustrie auf das nächste Level heben können. Bleibt nur abzuwarten, wann wir diese erreichen werden. Bevor wir zum Ende kommen, mal eine Frage an euch. Welche dieser drei Technologien würdet ihr euch für die heutige Zeit wünschen? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare und begründet auch mal warum, damit wir beim nächsten Livestream auf bavmo.tv darüber quatschen können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr ihn jetzt kostenlos abonnieren und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn wie gesagt, nur so bekommt ihr auch als allererstes Bescheid, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Also Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs freundliche Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, euer Eno von bavmo. Thank you.